Smarana, liebe Freunde von Smarana, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Heute geht es mal um unsere lieben Männer, um die männliche Seite. Und ich darf auch ganz herzlich alle Männer begrüßen zu diesem Video. Und ich hoffe, dass wir einiges klären können, dass sich viele neue Ideen ergeben und sich so der Aufstieg leichter vollziehen kann. Denn es geht letztendlich um den Aufstieg, dass wir gemeinsam den Aufstieg erreichen können, und zwar etwas schneller als wir im Moment und ausgeglichener, in Harmonie und in voller Kraft. Ja, und da komme ich jetzt auf die männliche Seite zu sprechen. Ich weiß, es gibt Männer, die sind erwacht, die sind hier auch bei mir auf dem Kanal, auch auf YouTube, auf anderen Kanälen natürlich. Und ihr lieben Männer, ich freue mich so sehr, dass ihr es geschafft habt, dass ihr diese wundervolle Spiritualität entdeckt habt und auch vollkommen darin aufgeht. Und all die anderen Männer, die möchte ich natürlich auch ansprechen, und besonders die Frauen unter uns. Wenn ich jetzt in die Statistik schaue von meinem Kanal, da sind über 80% Frauen und der Rest sind unsere Männer. Und wenn man jetzt mal die Gruppe der Männer insgesamt anschaut, diese 19% oder diese 20% der Männer, von den 100% der Männern, ist so eine kleine Menge, die noch gar nicht so viel bewirken kann. Ihr kennt Yin und Yang. Yin und Yang bedeutet das Weibliche und das Männliche ausgeglichen. Und dieses Ausgeglichene, dieses in Balance sein, ist wichtig für den Aufstieg. Der Aufstieg kann sich erst tatsächlich vollziehen, wenn wir im Gleichgewicht sind, also wenn auch unsere Männer erwacht sind, ihr Lieben. Jetzt haben wir Frauen natürlich einen riesengroßen Vorsprung. Und deswegen ist es letztendlich die Aufgabe der Frauen, unseren Männern die Dinge so zu erklären, dass sie auf einmal stutzig werden und Interesse bekommen. Ihr sollt jetzt niemand bekehren oder beeinflussen, das geht auf keinen Fall, denn dieses Interesse an der Spiritualität, das muss von innen kommen. Ich stelle mir das so vor, wenn jetzt zum Beispiel ein Gespräch aufkommt, wo also es darum geht, dass der Mann die Sache belächelt, wo er sagt, das ist alles Quatsch, das gibt es nicht, du spinnst. Ich sage mal, es ist übertrieben jetzt, aber ne, ihr wisst genau, was ich meine. In dem Moment könnt ihr sagen, nein, du hast nicht recht, dafür gibt es wissenschaftliche Beweise. Und dann könnt ihr das erklären. Es gibt auf meiner Seite einen Blog-Eintrag, wo ich eine ganze Menge solcher Beweise aufgeschrieben habe, wo man auch nachlesen kann. Denn wir können es ja jetzt nicht alles so aus den Ärmel schütteln. Also dort habe ich mal alles aufgeschrieben. Da könnt ihr euch die Erklärungen und die Beweise einfach ablesen und dann den Männern erklären. Ich hatte mal einen Freund, das ist jetzt schon, keine Ahnung, über 10 Jahre her. Und der war auch auf dem Weg, auf dem spirituellen Weg, und den durfte ich so ein bisschen begleiten auch. Und der sagte dann zu mir, und das war so ein schöner Satz, der sagte, liebe Nirjana, wenn doch alle Männer das wüssten, was ich jetzt weiß von der Spiritualität, dann würden die nur noch sowas machen. Überlegt euch mal, das hat er gesagt, und so aus seiner Tiefe, Herzenstiefe kam dieser Satz hervor und das Leuchten seiner Augen. Und dann habe ich gedacht, wow, wenn doch noch ganz viel solche Männer das auch entdecken könnten. Jetzt unsere Männer, die wurden ja auch anders erzogen oder werden immer noch anders erzogen als die Frauen. Und das ist eben dieses Schwierige, da aus der Erziehung herauszugehen und dann auch mal was anzunehmen, was jetzt für einen Mann nicht normal ist. Es ist ja auch so ein bisschen, dass man einem Mann Weichlichkeit vorwirft, wenn er spirituell ist, ja, wenn er Gefühle zeigt oder Gefühle annimmt. Das entspricht nicht diesem Bild, was man von einem Mann kreiert hat. Man hat es ja sich nur so kreiert, das muss ja gar nicht zutreffen. Und deswegen ist es für den Mann ein Schritt des Mutes, wirklich sich dazu zu bekennen
Und also den Mut, mal aus den ganzen Strukturen, so wie er erzogen wurde, herauszugehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal da in die Spiritualität, ich schaue mal, ob das wirklich so schön ist, wie die Frauen das immer sagen. Für mich ist die Spiritualität das Schönste, was es je gibt. Die Spiritualität, die bringt mich so, die grenzt mich so gut ab vom Kollektiv. Ich bin überhaupt nicht empfindlich gegen irgendwelche Anschuldigungen oder gegen böse Sachen oder so. Also ich habe dadurch so einen Raum mir erbaut, wo es mir sehr gut geht und wo ich auch nicht so beeinflussbar bin. Und ich denke, das seid ihr alle. Denn dieses Nicht-Beeinflussbare oder dieses Nicht-in-die-Angst-Gehen, das kann ein Lichtarbeiter viel leichter, weil er ja weiß, es geschieht alles das, was für mich gut ist. Ich bin geschützt. Und ich kann mein Leben selbst bestimmen. Und es gibt tausend Punkte, die ich jetzt erzählen könnte, aber ihr wisst genau, was ich meine. Und wenn man den Männern das so erklären kann, dass sie Interesse bekommen, dann würde sich ein ganz großes Feld eröffnen von männlicher Unterstützung. Denn wir brauchen einfach die männliche Seite für den Aufstieg. Sonst ist etwas im Ungleichgewicht. Und was alles, was im Ungleichgewicht ist, ist nicht in Ordnung, entspricht auch nicht der göttlichen Ordnung. Und ihr wisst ja, dass jeder Mensch hat eine weibliche und eine männliche Seite in seinem Körper. Und wenn diese zwei Seiten nicht ausgeglichen sind, dann wird der Mensch schwach, wird leichter krank oder sogar depressiv. Also es kann alles Mögliche, gibt da wieder verschiedene Abstufungen. Und wenn jetzt das Kollektiv, wenn man das Kollektiv im Ganzen betrachtet, einseitig weiblich schon aufgestiegen ist und die Männer noch nicht so sehr hakt es, stoppt es. Deswegen sollten wir unsere Männer unterstützen. Ich kenne aus vielen Telefonaten mit euch Situationen, wo also tatsächlich auch die Männer zu Hause die Spiritualität belächeln und auch die Frauen teilweise blockieren möchten, sage ich jetzt mal, möchten, dass sie sich weiterentwickeln in der Spiritualität. Das ist sehr schade. Und gerade da ist ganz viel Arbeit nötig, dass man da ein bisschen mehr Licht reinbringt. Und liebe Frauen, ich kann euch nur sagen, geht trotzdem euren Weg. Und es kommt mit Sicherheit der Zeitpunkt, wo wir diesen Ausgleich haben, wo die Männer dann auch so weit sind. Die geistige Welt hat mal gesagt, dass die Männer etwas länger brauchen, das zu verstehen, aber dann kommen sie alle auf einmal, so ungefähr. Und wir sind natürlich jetzt als Frauen, als spirituelle Frauen in der Verantwortung, da ein bisschen zu helfen, indem wir, wenn das Gespräch zufällig drauf kommt, also nicht jetzt herausfordern diese Gespräche, weil dann wird es abgeblockt. Also wenn das Gespräch mal irgendwie auf Engel kommt zum Beispiel, wenn das Gespräch auf Engel kommt, also ich habe zum Beispiel mal eine E-Mail bekommen, muss ich euch erzählen, da stand drin, ich darf spirituell sein, ich darf aber nicht esoterisch sein und ich darf auf keinen Fall an die Engel glauben, das wäre von der Kirche verboten. So eine E-Mail hat man mir geschickt und dann haben 30 Leute unterschrieben. Jetzt greife ich mir schon ein bisschen an den Kopf und denke, sag mal, was ist denn das schon wieder? Also Engel sind Boten Gottes. Unser Gott braucht die Engel, damit sie uns Menschen führen können, zu Gott führen können, dass sie uns die Liebe zeigen können, dass sie uns den Weg zu Gott zeigen können. Dafür sind die Engel da. Und es ist auch bewiesen, dass es Engel gibt. Das ist nur jetzt mal so ein Beispiel. Oder auch die Heilung, dass Heilenergie über die Ferne wirkt. Das ist schon lange mit der Quantentheorie erklärt worden, wissenschaftlich hinterlegt. Und nehmt, egal welchen Punkt jetzt, man kann es wirklich erklären. Und wenn jetzt also das Gespräch auf irgend sowas kommt und es wird belächelt,
Dann wäre es gut, du hättest so eine wissenschaftliche Erklärung parat und kannst das dann weitergeben. Und dann wirst du sehen, dass dann erstmal Stille ist. Und in dieser Stille hört nämlich die Seele zu. Und sobald die Seele da das hört und der Verstand, der ist erstmal schockiert, dass jetzt plötzlich so eine Erklärung kommt. Weil der Verstand, ihr müsst aufpassen mit dem Verstand, der zweifelt gerne und der führt euch immer ins Negative oder meistens ins Negative. Das ist einfach so aufgebaut und auch beeinflusst vom ganzen System, dass die Menschen immer mehr sich auf das Negative fokussieren und dadurch eben in diese falsche Richtung kommen. Also wenn jetzt sowas gesagt wird, dann ist es erstmal still, die Seele hört zu, der Verstand ist schockiert und in dem Moment beginnt im Inneren eines Menschen so ein Wachstumsprozess. Es wurde gehört und wenn es dann nochmal gehört wird und nochmal gehört wird, bildet sich eine Kraft in der Seele, welche dem Menschen, der das gehört hat, Impulse gibt. Impulse gibt, schau doch mal, probier's doch mal aus. Und genau das ist es, was wir jetzt als Unterstützung tun können. Einfach diese Beweise aufzählen. Und das wünsche ich mir so sehr, ihr Lieben, dass ihr das mal nachlest bei mir und dann auch verwendet. Wie gesagt, nicht erzwingen, sondern immer, wenn es passt, dann davon erzählen. Und ja, ihr könnt natürlich auch das Video teilen. Für die Menschen, die sich dafür interessieren, ist es sicher sehr hilfreich. Und ich habe auch eine wunderschöne Meditation für euch vorbereitet, wo wir da auch nochmal Kraft schöpfen können und das Männliche unterstützen können. Denn der Aufstieg liegt mir und uns allen, glaube ich, sehr am Herzen. Und er soll doch von uns auch auf dieser Ebene unterstützt werden. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Und wenn du mich persönlich kennenlernen möchtest, dann komme doch bitte nach Marburg am 6., 7. und 8. August bin ich dort. Und es gibt das spirituelle Treffen. Da werden wir auch ganz viel für den Aufstieg zusammentun. Und natürlich könnt ihr auch auf meinen Telegram-Kanal kommen. Dort gibt es immer wieder wundervolle Beiträge von mir und von den Smarana-Partnern. Der Link, übrigens alle Links stehen unter dem Video in der Videobeschreibung. Und es gibt jetzt auch noch ein ganz tolles Webinar über den Astralfeld-Therapeuten. Wer sich für diese Art der Heilung interessiert, ist ganz herzlich eingeladen. Auch diesen Link findet ihr unten, daran teilzunehmen. Denn diese Art der Heilung ist schon sehr, sehr interessant. Ja, und jetzt macht euch bereit für die wunderschöne Meditation. Ich sprühe mich jetzt gerade noch mal ein mit meinem Ursprungslicht. Ja, genau, dort kann ich immer sehr viel Kraft holen. Ja, dann bis gleich. Geliebter Mensch, mit großer Freude lade ich dich heute zu dieser geführten Meditation ein. Und mit jedem Wort, welches ich zu dir spreche, fließt bereits die Energie der Liebe zu dir. Denn ich habe mich geistig der Spiritualität geöffnet und die Engel eingeladen, sodass sie uns mit ihrer Liebe umhüllen können. Und es ist gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig, dass wir
die männliche Seite unseres Kollektivs mit dieser Liebe berühren dürfen. Und so bitte ich dich, der du heute hier bist, mit mir gemeinsam eine Energiekugel der Liebe entstehen zu lassen. Und so nimm bitte beide Hände, halte sie zu einer Mulde zusammen und bitte Gottes Liebe um die Energie von Smarana. In diesem Moment strömt die Energie in deine Hände und du kannst förmlich fühlen, wie du einen Energieball der Liebe in Händen hältst. Und nun bitte ich dich, diesen Energieball der Liebe so weit auszudehnen, wie es dir möglich ist. Lasse ihn so groß werden, wie du selbst bist, so groß wie dein Raum, so groß wie dein Haus, so groß wie deine Stadt, so groß wie Deutschland, so groß wie die Erde. Und alle Energiekugeln der Liebe, welche jetzt in diesem Moment ausgedehnt werden, senden wir auf die Erde. Zu jedem Menschen und in erster Linie zu unseren männlichen Begleitern. Diese Energie wird da sein. Sie wird nicht beeinflussen, aber sie wird leuchten und sie wird es möglich machen, dass die Spiritualität leichter erkannt wird. Sie wird es möglich machen, dass unsere Männer sich leichter öffnen können. Diese Energie, sie ist jetzt einfach da. Sie ist geschickt mit der Liebe unserer Seele, mit dem Wunsch, mit dem großen Wunsch, dass der Aufstieg sich bald vollziehen darf und dass auch unsere Männer dabei sein werden. Und so senden wir nun jeder seinen persönlichen Wunsch in diese Energie auf die Erde, so wie ihr euch es vorstellt, dass der Aufstieg sein kann mit unseren Männern zusammen. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du dir dieses Bild richtig schön ausmalen kannst. Und dann nach einer Weile, nachdem dein Bild so wundervoll in allen Farben strahlt, lass es einfach dort, wo du es hingeschickt hast auf der Erde, lass es da. Die Energien werden sich ausdehnen und verbinden mit allen anderen Bildern und es wird ein Bild des Aufstiegs entstehen, welches für die Erde wichtig ist. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst und dass wir zusammen dieses Bild erstellen durften. Ja, und dann komme langsam wieder in deiner Geschwindigkeit zurück in dein Hier und Jetzt. Zurück an den Punkt, wo du diese Meditation begannst. Aber mit einem Gefühl, dass du etwas Großartiges vollbracht hast, dass du insgesamt den Aufstieg unterstützt hast mit deiner Liebe und mit Gottes Liebe. Smarana, aus vollem Herzen, Smarana für dich.
Bewege Hände und Füße und sei dann wieder ganz da. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass dadurch jetzt eine Blockade gelöst wurde und dass dadurch jetzt auch ganz, ganz viel Gutes entstehen kann. Auf meinem Telegram-Kanal werde ich auch noch was zu diesem Thema sagen. Ja, und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eine Herzensumarmung und ein Küsschen. Bis bald.